Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist ein Entwurf gewesen, den wir gerne im Energieausschuss diskutiert hätten und auch in anderen Ausschüssen natürlich, weil er auf viele Bereiche einen Einfluss gehabt hätte und er ist den Gang vieler Gesetzentwürfe der Opposition gegangen. Wir wollen, falls wir das mal schaffen, an einer Regierung beteiligt zu sein, das definitiv anders gestalten. Das heißt für mich nicht, dass man das Prinzip brechen kann, dass in der Koalition dann auch wechselseitige Mehrheiten existieren. Das ist verstanden worden. Aber dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt und darüber diskutiert, das sollte ein ganz klares Ziel sein. Und ich glaube, das nehmen sich Linke und Grüne hier ganz klar vor. Das wollen wir gerne anders gestalten. Zum Gesetzentwurf selbst. Paris war ein hoffnungsvolles Zeichen. Viele hatten erwartet, dass nicht mal diese Einigung, die dort gelungen ist, überhaupt zustande kommt. Aber, und das ist richtig dargestellt, es gibt kein verbindliches Abkommen. Genau dieses sollte in Bonn im Mai ausgehandelt werden. Und was ich an Sachen gehört habe, ist man dort auch ein ganzes Stück weiter vorangekommen. Aber das Pariser Abkommen ist noch lange nicht gültig. Es haben von den fast 200 Staaten, die es ratifizieren müssen, ich glaube etwa 20 ratifiziert. Und das ist ein minimaler Anteil der Treibhausgasemissionen der Welt, die damit erfasst oder berücksichtigt werden. Wir stehen also am Anfang eines ganz wichtigen Prozesses. Wer die Meldung gelesen hat, gesehen hat im Fernsehen, bei YouTube, die Videos von den Hurricanes, die man jetzt auch schon in Europa beobachten kann, die nehmen eindeutig zu, das nimmt jeder von uns wahr. Jedes einzelne Ereignis muss nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Aber die Masse dieser Ereignisse, die auf uns zukommt, zeigt an, in welche Situation wir hineinlaufen werden. Wärmere Temperaturen bedeuten praktisch mehr Energie, mehr Wasser in der Atmosphäre. Und das führt zu genau den Ereignissen, die wir jetzt haben. Wir wollen dringend etwas ändern und wir brauchen dazu auch die Unterstützung des Landes. Wir haben diesen Gesetzentwurf relativ spät vorgelegt innerhalb der Legislaturperiode. Und das hat auch einen Grund. Das liegt nämlich daran, dass wir geglaubt haben, ist es wirklich notwendig, ein weiteres Gesetz vorzulegen und wieder neue Gängelungen für Bürgerinnen und Bürger in einem Gesetz vorzulegen. Das ist eine offene Frage. Wir glauben aber ja, wir kommen nicht anders weiter. Wir brauchen verbindliche Ziele. Und der hier erwähnte Weg der Landesregierung, der da heißt Aktionsplan Klimaschutz, den haben wir hier diskutiert. Und ich sehe auch die engagierten Mitarbeiter der Landesregierung, die da im Hintergrund dran schreiben. Aber das ist eine Zusammenstellung interessanter Projekte zum Thema Klimaschutz ohne Wichtung, ohne Plan, ohne Einordnung in einen Gesamtplan, wie denn da was weiterentwickelt werden kann und soll. Und wir brauchen aber ein Gesetz mit verbindlichen Zahlen, die wir erreichen wollen, aus denen dann auch Regierungshandeln folgert. Es ist eigentlich zu erwarten, dass je näher wir auf Wahlen zugehen, sich die politischen Lager auseinanderbewegen. Und bisher galt es als Konsens, dass wir alle gemeinsam für das Thema Klimaschutz kämpfen. Das ist auch ein wichtiger Konsens und ich bestehe darauf, dass es auch innerhalb der CDU-Fraktion Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Wir nehmen allerdings momentan sehr die Absetzbewegung wahr. Wir sehen das Treffen der CDU-Wirtschaftsminister, die deutlich gesagt haben, als Signal an ihre Bundesregierung, die Klimaschutzziele sollten aufgeweicht werden. Das wird dann immer formuliert mit, die Wirtschaft darf nicht so stark betroffen sein. Wir sehen es auch innerhalb der SPD. Frau Hendricks kämpft für den Klimaschutz, ohne jede Frage. Sigmar Gabriel, bin ich mir nicht ganz sicher, was im Moment sein Plan ist. Ich weiß nicht, ob das alle in der SPD wissen. Die Signale sind bestenfalls unklar. Und lieber Herr Eifler, konkret zum Vorwurf, den Frau Mignon-Schwenke gemacht hat an die CDU. Wir waren gemeinsam in Polen und das Ziel war, mit unseren polnischen Partnern über das Thema Energiewende und Atomausstieg zu reden. Wir hatten eine gemeinsame Erklärung zwischen den Obleuten ausgehandelt. Die war mit den polnischen Partnern abgestimmt. Und der Beitrag der CDU bestand darin, an einen Tag vorher diese Erklärung ändern zu lassen und das Wort Energiewende zu streichen. Welche europäische Energiewende ist richtig?
welche Argumente dazu geführt haben. Das könnte man ja sogar noch inhaltlich diskutieren. Vielleicht hätten wir, wenn wir die Argumente gehört haben, im Ob-Ausschuss gesagt, ist okay, das Thema Klimaschutz steht ja drin. Aber mit einem Papier nach Polen zu fahren, wo es uns um das gemeinsame Ziel Energiewende zu gehen und dann das politische Signal zu senden, das streicht jetzt die deutsche Delegation wieder raus. Leute, das geht gar nicht. Und das wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen als eine Form von, die stehen bestimmte Positionen nicht. Wie gesagt, über die Probleme der Energiewende wollen wir doch offen reden. Und wir wollen auch über die Sachen reden, wer bezahlt das Ganze, wie wird das bezahlt, sind wir überall beieinander. Aber wir müssen nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, die natürlich über viele Sachen klagen, zum Teil auch berechtigt klagen, sondern es erfordert auch politische Haltung, bestimmte Sachen bei Gegenwind zu stehen. Und da wünsche ich mir etwas mehr Haltung. Ich danke Ihnen.